ich muss es immer wieder sagen, Anfang 2020 wurde uns erklärt, wir hätten ein gefährliches Virus, das eine ganz gefährliche neue Krankheit hervorruft. Was passiert ist? Ja. Hatten wir denn eine neue Erkrankung? Sie nannten sie Covid. Und ich habe mal geschaut, auf der Webseite vom RKI gab es eine Tabelle, wo man die Symptome von Grippe und Covid vergleichen konnte, und erstaunlicherweise waren es genau dieselben Symptome. Warum wird es dann als neue Krankheit bezeichnet? Die Frage habe ich mir gestellt, denn wurde mir gesagt, ja, das ist ja viel, viel ansteckender als die Grippe. Und dann habe ich mir jetzt Ende 2020, hatten wir denn die Zahlen, gab es denn mehr Infektionskrankheiten in 2020? Nein, die gab es nicht, sondern nach den offiziellen Zahlen hatten wir über 70.000 weniger registrierte Infektionskrankheiten in 2020, im schlimmsten Pandemiejahr aller Zeiten. Und dann habe ich mich gefragt, ja, was ist denn jetzt so schlimm? Und dann wurde mir gesagt, ja, aber das, wenn man das dann kriegt, dann ist das ja viel, viel schlimmer. Das ist ganz gefährlich. Die Menschen kommen dann auf die Intensivstation und ihnen geht es dann ganz schlecht. Und dann habe ich mir mal die Divi-Intensivbettenstatistik angeschaut. Sind denn wirklich mehr Menschen auf die Intensivstation gekommen als sonst? Waren die Intensivstationen denn überlastet? Und anscheinend waren sie es nicht, weil die Auslastung der Intensivstationen in 2020 war linear unverändert. Es gab noch nicht mal irgendwelche Ausschläge nach oben. Das heißt, das Gesundheitssystem hatte nie eine Überlastung und war auch nie in der Gefahr, überlastet worden zu sein. Dann hieß es aber, ja, das ist aber ein ganz tödliches Virus, da sterben ja Menschen dran. Und dann habe ich mir angeguckt, wie viele Menschen sind denn gestorben 2020? Sind denn mehr Menschen gestorben als sonst? Und die Antwort ist auch nein. Wir hatten tatsächlich eine Untersterblichkeit 2020. Es sind weniger Menschen gestorben. In der schlimmsten Pandemie der Welt sind weniger Menschen gestorben als sonst. Wie kann das sein? Und da kommen jetzt ja findige Menschen um die Ecke und sagen, ja, das ist ja wegen den Maßnahmen, weil die waren ja so gut und wir haben uns so gut an die Maßnahmen gehalten und deswegen sind wir so gut durch die Pandemie gekommen. Also wir waren ja quasi besser unterwegs als vorher. Und jetzt stellt sich ja die Frage, hat denn irgendwer mal nachgeguckt, wie gut die Maßnahmen waren? Wie gut die geholfen haben, die Maßnahmen? Und ja, das haben sie tatsächlich getan und nicht irgendwer, sondern selbst der Expertenrat der Bundesregierung. Die haben nachgeguckt, die haben ein Gremium gebildet von Wissenschaftlern und Experten, die einen Bericht geschrieben haben, den sogenannten Evaluationsbericht. Auf 165 Seiten wurde dort erklärt, wie gut denn die Maßnahmen geholfen haben. Und wer sich den Spaß noch nicht gemacht hat, er ist abrufbar, kann man sich runterladen und durchlesen. Und auf 165 Seiten findet sich keine einzige Evidenz, kein Beweis dafür, dass auch nur irgendeine dieser Maßnahmen, die wir über uns haben ergehen lassen müssen, die letzten 2,5 Jahre, auch nur irgendwas geholfen hat. Das heißt, es gibt keine Evidenz für eine Pandemie, es gibt keine Evidenz für eine medizinische Notlage und es gibt auch keine Evidenz dafür, dass Maßnahmen irgendwas bringen. Trotzdem mussten wir 2,5 Jahre lang diese ganze Schikane über uns ergehen lassen. Und jetzt würde man ja denken, der Gesundheitsminister guckt sich mal diesen Bericht an und wird daraufhin erkennen, dass er eventuell nicht ganz richtig lag. Was hat denn der Gesundheitsminister, Herr Lauterbach, zu dem Evaluationsbericht gesagt? Er hat in einer Talkshow gesagt, ja, dieser Bericht ist ja keine Bibel. Also eine ignorantere Aussage über eine wissenschaftliche Abhandlung des eigenen Expertenrates kann ich mir eigentlich kaum vorstellen. Aber viel interessanter finde ich die Aussage, es ist ja keine Bibel,
die eigentlich darauf hinweist, dass Corona für unseren Herrn Lauterbach eigentlich nichts weiter ist als eine Glaubenssache. Es ist für ihn eine Religion. Es ist ein Kult. Denn wenn es keine wissenschaftliche Basis für etwas gibt und man trotzdem dran glaubt, dann sind wir im Bereich der Religion. Und wie jede ernstzunehmende Endzeitsekte ihre Mitglieder über kurz oder lang ins Verderben und in den kollektiven Selbstmord treibt, hat auch diese Corona-Sekte, dieses Corona-Regime dafür gesorgt, dass die Menschen sich zu Millionen selber freiwillig oder auch zum Teil unfreiwillig ins Verderben geritten haben. Und zwar in diesem Fall durch eine experimentelle Gentherapie, die uns Menschen hier als Impfung verkauft wurde. Und durch diese Genspritze sind mittlerweile alleine in Deutschland über 2,5 Millionen Menschen verletzt, schwer verletzt oder getötet worden. Diese Zahl hat kürzlich der Chef der Kassenärztlichen Vereinigung zugeben müssen. Das sind auch nur die offiziellen Zahlen, das sind die abgerechneten Impfschäden der Krankenkassen. Die Dunkelziffer, wie wir wissen, ist viel höher. Wir haben immer eine Meldequote bei Impfschäden von 5 bis 8%. Wenn wir das hochrechnen, dann ist die Dunkelziffer der impfgeschädigten Menschen, die verletzt, schwer verletzt oder gestorben sind in Deutschland, nochmal um ein Vielfaches höher als 2,5 Millionen. Junge Menschen, sportliche junge Menschen können plötzlich nicht mehr richtig gehen. Sie sitzen im Rollstuhl, sie haben Herzmuskelentzündung und Schlimmeres. Und die Bundesregierung versucht uns zu erklären, dass es daran liegt, dass sie wohl zu kalt geduscht haben. Das ist mein Kumpel hier, der ist so gut, das glaubst du gar nicht. Wird tatsächlich offiziell so aufgeführt unter den Gründen. Man mag es nicht für möglich halten. Und gegen diesen Wahnsinn gehen wir hier auf die Straße. Und zu dem Zitat am Anfang von unserem Gesundheitsminister gab es die passende Antwort schon einige Jahre früher, nämlich 1986 von unserem damaligen Vizekanzler Willy Brandt, der damals sagte, und ich zitiere: Wer einmal mit dem Notstand spielen sollte, um die Freiheit einzuschränken, wird meine Freunde und mich auf den Barrikaden zur Verteidigung der Demokratie finden. Und dies ist ganz wörtlich gemeint. Zitat Ende. Und genau auf diesen Barrikaden stehen wir hier jeden Montag um 18 Uhr zusammen mit zigtausenden anderen Menschen in Deutschland, in tausenden von Städten und Dörfern, jeden Montag um 18 Uhr auf den Barrikaden, um unsere Freiheit und Demokratie zu verteidigen, natürlich friedlich, gewaltfrei. Und das machen wir so lange, bis dieser Wahnsinn ein Ende hat und bis wir unsere Grundrechte und unsere Freiheit wieder haben. Und wer auch der Meinung ist, dass in diesem Land einiges schiefläuft und das ist nicht nur Corona, wir steuern zu auf einen wahrscheinlich relativ harten Herbst für viele. Die Nachzahlung der Energiepreise, die flattern jetzt schon ins Haus. Die Inflation frisst die Guthaben auf den Sparkonten auf. Das werden viele, sehr viele Menschen in diesem Land bald bitterlich zu spüren bekommen. Und gegen diese totalitäre Politik, gegen diese selbstzerstörerische Politik stehen wir auch hier auf der Straße. Das gehört nämlich auch zu Frieden, das gehört zur Freiheit und zur Selbstbestimmung. Und wer auch der Meinung ist, dass das schief läuft und dass hier etwas sich verändern muss in diesem Land, den laden wir ein, sich anzuschließen. Jeden Montag 18 Uhr am Kröpke.